Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Crypt of the Necrodancer. Heute gibt es mal das dritte Level, also Zone 3. Oh, da schreibt er mir schon direkt. Gut, egal. Und wir gehen natürlich wieder mit dem Bart rein, denn der Bart geht ganz fix. Und dann schauen wir mal an, was wir so haben. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe letzten Woche nicht drauf geachtet. So, Nummer 1. Wie ihr sehen könnt, jetzt gibt es hier Lavafelder. Wenn ich da drauf bin und da drauf eine Aktion ausführe, dann kriege ich Brandschaden. Da drauf tritt einen in seinem vorderen Bereich. Jetzt bin ich angefroren. So. Schauen, wie müssen wir uns bewegen. Ja. Die Lilienviecher drängen uns an der Wand, um uns zu zerquetschen. Autsch, das war dumm. Da war es passiert. Vielleicht noch Frame Drops dazu bekommen. Ein Breitschwert, ja man. Ja, aber auf dem Eis rutscht man aus und verliert dann unter Umständen seinen Rhythmus. Und ich weiß nicht warum, das passiert mir jedes Mal. So, Mr. Blob. Na, da wollte ich jetzt eigentlich nicht rein, weil ich den Shop verpasst habe dadurch, aber was soll's. Guck mal, was in der Truhe ist. Zauberbombe, das ist nice. Oh, hab ich schon viel Leben verloren. Muss ein bisschen besser aufpassen. Die Soundtracks aus diesem Spiel sind so genial. Wie heißt der nochmal? Auf jeden Fall. Der Typ, der die Soundtracks in Binding of Isaac gemacht hat, der hat auch diesen Soundtrack hier halt komponiert. Was halt ihm richtig gelungen ist, muss man sagen. Eine Menge Gold, das One Piece quasi liegt hier rum. Jetzt nur die Frage. Ich irgendwo mal was zu heilen. Das ist echt cool. Da hinten ist der Shop auf jeden Fall. Glaube ich zumindest. Mal überlegen. Wo ist der Shop? Das hier ist der Shop, oder? Nee, ist es nicht. Da kann man die Zauber benutzen. Aber danach gehe ich da nicht rein. Käse, nice. Jetzt kann ich von mir aus da reingehen. Oh, ein Waffenveränderer. Alchemist meine ich natürlich. Wir machen erstmal unsere Schaufel anders. Titanium-Schaufel, ist nice. Waffe ändern. Morgenstern, eine der besten Waffen, die es gibt. Hammerhart.
Wo ist denn bitte schon der Shop? Das sollte doch einen geben. Ah, das meinte ich, wenn man auf, naja, auf Lava gräbt oder auf Kohlen, dann kriegt man Brandschaden. Und ich verliere etwas vergessen. Der Strahlkolben und Knockback, deswegen ist er so stark. Und hat eine extrem hohe Reichweite. Ach, hier war der Shop die ganze Zeit. Was haben wir denn hier? Na, nichts Tolles. Egal, kaufen wir alles. Besseres gäbe es zwar, aber naja. Dann schauen wir mal. So, du gehst zurück. Rein, das hat so tolles Fleisch, nehmen wir mit. Uplift, voll, schon nehmen wir auch mit. Das Lied ist einer der geilsten, finde ich. der Shop-Typi richtig ausrastet. Das ist so cool. Hey, mit dir? Gucken wir nach, was haben wir hier so? Ja. Okay, also auf jeden Fall bin ich nicht ganz konzentriert, das merkt man schon. Ziemlich harte Fehler mache ich. Die Peitsche, Titanium-Peitsche. Nee, eigentlich nicht. Die ist doch recht stark. Autsch. Ist er dumm? Au! Au, bin ich dumm. Ja. Das war dumm. Gut. Dann werden wir in der nächsten Episode sehen, ob ich Level 3 schaffe. Ich würde sagen, ja, wie gesagt, wir beenden den Part hier. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so war, könnt ihr gerne Wertung da lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Barsten. Ciao, ciao.